Da ist das Ding, hieß es frei nach Torwartlegende Oliver Kahn am Wochenende für die Spieler des 1. FC Pirna. In einem packenden Finale um den Kreispokal setzte sich die Kreisoberligamannschaft gegen den eine Klasse tiefer spielenden TSV Kreischer vor dessen heimischer Kulisse durch. Der Kick auf der Sportanlage an der Lungwitzer Straße war vor allem eines, reich an Nebengeschichten. Eine zum Beispiel ist, dass der langjährige Dynamo Dresden Stadionsprecher Peter Hauskeller die Vorabbeschallung mit seiner gewohnt sonoren Stimme übernahm. Auch für Schiedsrichter Ralf Heinz war die Partie eine besondere. Nach 25 Jahren war das Pokalfinale der letzte Kick, den der unparteiische pfiff. Seine Pfeife hängt er demnächst an den Nagel. Doch zurück zum Spielbeginn. Nach 25-minütigem Abtasten hatten die Gäste aus Pirna die erste Halbchance des Spiels. Der auffällige Markus Kaufmann wurde mit einem langen Ball schön freigespielt, scheiterte aber am herbeigeeilten Verteidiger der Hausherren. Wenige Minuten später ein ähnlicher Ablauf. Langer Ball, gute Verlängerung auf Kaufmann und dann tatsächlich die erste richtige Chance des Spiels. Kreischers Keeper Toni Fleißner parierte sehenswert. Auf der Gegenseite brachte die Mannschaft von Toni Kiesling in den ersten 45 Minuten kaum etwas auf das grüne Geläuf. Und dennoch verlangten sie den Pirnaern alles ab. Kreischer hat uns das Leben sehr schwer gemacht. Die haben Wege schön zugestellt und wir hatten ein schweres Spiel und haben alle Leute gebraucht, die wir heute auf dem Platz hatten. Dann aber kurz nach dem Seitenwechsel. Gute Eingabe von Oliver Lautsch auf Philipp Rost und der Torjäger vom Dienst fackelte nicht lange. 1:0 für den Underdog aus Kreischer. Keine Chance für Pirnas Hintermann Pierre Schiller. Danach ging es hoch her vor dem Tor unseres FC. Gleich mehrfach kamen die Kreischauer zu guten Abschlussmöglichkeiten. Entweder scheiterten sie an der fehlenden Konzentration oder aber am stark parierenden Schiller im Tor der Gäste. Zugegebenermaßen hätte dieser Vorstoß von Lautsch das 2:0 und somit die Vorentscheidung sein müssen. Und es ist eine alte Fußballweisheit. Wer vorne nicht trifft, der kassiert hinten. So geschehen in der 71. Minute. Aus einem unscheinbaren Einwurf entwickelte sich Torgefahr. Nahezu unbedrängt konnte Joker Daniel Matuschek in die Mitte passen. Dort fand der Kapitän Stefan Leibinis, der mittig zum 1:1 einnetzte. Nun war der FC gewillt, die Partie noch vor der Verlängerung für sich zu entscheiden. Und tatsächlich, eine Riesenchance gab es noch in der 89. Spielminute. Wiederum war es Kaufmann, der nach feinem Zuspiel vor Toni Fleißner auftauchte. Sein erster Versuch wurde noch gemeinschaftlich geblockt. Der zweite landete zum Leidwesen aller Pirner über dem Tor. Nun also Verlängerung. Die beste Chance in den kräftezerrenden 30 Minuten Extraspielzeit hatte wiederum der TSV. Doch Max Straube scheiterte am gut positionierten Schiller. Allen war klar, was jetzt folgte. Elfmeterschießen. Jonas Thon legte vor und traf sicher. Dann der Torschütze. Philipp Rost. Drüber. Wahnsinn. Auch Vorlagengeber Matuschek ließ es sich nicht nehmen. Verwandelte sicher. 2:0 für Pirna. Die Stimmung kochte. Philipp Pötsche trat für seine Farben an und traf. Nur noch 2:1. Ungewöhnlich, aber nicht erst seit Manuel Neuer war. Auch Torhüter können kicken, wie das Tor von Pierre Schiller beweist. 3:1 für die Gäste. Die nächsten drei Elfmeter gingen allesamt ins Netz. So war es schlussendlich an Pirnas Nummer 11 den Sack zuzumachen. Martin Schmidt lief an und Tor! Pirna gewinnt den Kreispokal 2020 am Ende einer nicht hochklassigen, aber jederzeit hochspannenden Partie. Die Freude kannte danach bei Spielern und Fans keine Grenzen mehr. Sagen wir mal so, wir haben es gehofft, aber erwartet habe ich... Yeah! ich hatte es erwartet, so ein knappes Ding, weil der Platz ist jetzt nicht unbedingt unserem Spiel zuträglich. Wir sind mehr so auf größeren Plätzen, das ist unser Ding mehr. Und Kreischer ist natürlich ein unangenehmer Gegner. Die spielen sehr körperbetont, schnellen Fußball. Und wir haben uns dann auch schwer getan. Wir hatten auf jeden Fall einen Zettel parat fürs Elfmeterschießen. Wobei dann halt einige Spieler nicht mehr wollten, ne? Was dann normal ist. Aber wir hatten genau damit gerechnet, dass es ein ganz schwerer Tag für uns wird. Aber am Ende waren wir die Glücklicheren und haben, denke ich mal, am Ende auch verdient gewonnen.
Bei den Kreischaren hingegen überwog die Trauer darüber, die Chance, vor heimischem Publikum den Pokal in die Höhe zu recken, doch nicht genutzt zu haben. Vielleicht der Respekt vor dem höherklassigen Gegner. Im Endeffekt hätte man vielleicht den einen oder anderen Zweikampf härter führen können, sich keine blöde gelbe Karte abholen können müssen, seine Chancen nutzen. Wie zu Beginn erwähnt, das Spiel hatte viele Nebengeschichten. Zum Beispiel die des Jokers, Vorlagengebers und Elfmeterschützen Daniel Matuschek. Daniel Matuschek ist auch einer, der hat mit mir angefangen, hier in Pirna was mit aufzubauen. Und wir haben viele Sachen gehabt, wo wir einfach immer bloß Zweiter geworden sind. Aufstiege verpasst, Pokalsiege verpasst. Und es ist einfach schön, dass dann solche Leute auch nochmal belohnt werden. Eine weitere Geschichte, die nun wirklich nur der Fußball schreiben kann, gibt es aber noch. In wenigen Wochen trifft der neue Pokalsieger aus Pirna erneut auf Kreischa. Dann in der ersten Runde der neuen Pokalsaison.